Steuerung ist noch so seltsam für mich auch. So, genau. Jetzt kommen ein paar Einzelne, statt immer alle auf einmal. Ich schaffe mal auch mal Step für Step jetzt aus hier. Ist eigentlich ganz cool. Na? Ja, nicht kommen. Hm, genau das meinte ich. Nice. So, das ist ein Ei gelegt. Komm schon, goldenes, goldenes. Oh. Es gibt normale Hühner, also die weißen, ganz braune. Und goldene. Die goldene stellt die gesamte Leiste daher. Schade. Die brauchen halt recht viel und die weißen kaum. So, hier ist ein, so eine Perlenarmelette, was man holen könnte. Jetzt eigentlich so runterzuschießen wäre sehr dämlich, wenn da fällt diese Suppe rein, dann hat es noch einen Werfer 1000 PTS. Wenn wir eigentlich so intelligent sind, das hier zu machen. Und ich glaube, geht das mit besser? Nee. Ich glaube, ich schade. Und jetzt dann sie runterzogen. Bekommen wir einen Perlenhänger, der nicht schmutzig ist, der gibt dann 10.000 Peter statt noch 1.000. Ne, also auf jeden Fall worth it. Genau, die blauen Ones. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Derjenige unter euch, diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Okay. Genau. Schon die. Komm, was soll das? Weiß ich. Ach, was ist ein anderer? Die muss mich länger. Wenn ich gerade so überlege, ist ein Pistol nicht eigentlich viel lauter? Der Hund, der Arme. Hm. So, Suppe. Was soll ich prüfen? Suppe sieht man auch. Die war das, glaube ich, die wir haben können. Genau, wenn wir 10 davon hin kriegen, so eine, ja. Pistole geschenkt und die kann man halt für 10.000 verkaufen. Also, die Pistole ist nicht mal wirklich gut. Sie ist sogar schlechter als die normale, in meinen Augen. Oh, hab ich den dann gelockt. Ja, Hündchen, gehen wir aus dem Weg, das ist unser Kampf. Ach, so was kann man bei den langen Waffen. Oh Gott. Ja, ja, voll! Spasti. Damn, Junge. Das ist cool, die ohne Schießen auszustatten, sondern mit dem Messer. Das ist nämlich echt nicht einfach. Also, wir wollen auch nur 10 von diesen Medaillen haben. Es gibt, wie gesagt, 15, wir wollen auch bloß 10. Ganz entspannt. Hier, oh Gott. Boah, ist das schrecklich, so eine Waffe ohne Stütze zu spielen. Es gibt nur Stütze zu spielen, wenn man die Waffen schießen, die genau. Ich finde das schrecklich, ohne Stütze zu spielen. Das ist so ungenau. Uns nicht. So, haben wir ja schon gelootet, so geht's ja weiter. Überlegen, ob ich echt die beiden Fässer geholt in dem Haus hier. Echt. Ja. Boah. Brain AFK. Ich denke, ich bin nicht gut. Okay, über uns ist noch wer. Ah, die Person. Das heißt, glaube ich, erstmal auch die Leiter hochgehen. Mal vorher erstmal wie bescheuert. Ah, ich höre Spinell. Also mein Spinell ist. Keine Ahnung. Diesen Begriff. Hallöchen. Hey, ich werf. Okay, mache weiter da. Hey, wird nicht geworfen. Ich wollte mir irgendwas sagen gerade. Keiner was. Huch! Auf zu schreien. Genau. Ach, die Hühner. Genau. Oh, oh. Nein, nein, das mach ich so, ja. Blöd hier. Ins Gesicht. Die dicken halten mehr aus.
So. Zack. Bevor wir hier weitergehen, wollen wir erstmal noch hier rein. Ah, mit New Nine. Was ist das? Das weiß ich, okay. Und hier haben wir schon den ersten Schatz. Schätze sind halt, ja, Wertgegenstände im Grunde genommen, die man für viel verkaufen kann. Und zwar den Bierstein. Hey. Ich muss trotzdem die Neuner haben. Ich meine, am Ende heilt es trotzdem was, wenn nicht, kann man es auch verkaufen. Außer die brauchen die Neuner komplett, wenn die brauchen eins. Das ist voll knuffig. Ja, ja, wie nicht. So, wir brauchen nochmal hier hoch. Jetzt sind wir nicht ganz fertig. Daher, die meisten hole ich dann eh immer auf dem Friedhof. Also ich kenne alle 15 Orte, aber... Also ich weiß, wo alle 15 Münzen sind, aber oh mein Gott. Ich brauche mehr Abschied, als man braucht. Das ist bloß Munitionsverschwendung. Wenn 10 reichen. Ach Gott. Ah, ich bin kein Fan von Munitionsverschwendung in dem Spiel. Aber sagen wir es, man kann sich's leisten, wenn man muss. Profi muss man wirklich aufpassen, aber... Ah, es ist doch völlig okay. Einfachen... Einfaches grauenhaft. Ich finde, dein Koffer ist irgendwann so überfüllt mit Munition und Leben. Oh, das geht immer auf den Sack, dann dieses Aussortieren und so, boah. Aber nur gut, das ist hier nicht unser Problem. Wir gehen erstmal weiter. Ah ja. Ach, ich hasse es. Ah. Oh. Ich schnell agieren mit diesen Knöpfen. Ich hasse es in dem Spiel. Ich bin nochmal ganz schlimm. Das ist aber interessant, da oben sind Gegner. Die kann man tatsächlich abschießen, aber die fallen, glaube ich, nicht runter. Da oben sind sogar Kisten, aber da kommt man nicht hoch. Nur mit einem anderen Charakter. Aber dazu vielleicht später mal mehr. So. Ne, den nicht, aber den zweiten kann man holen. Aus der Wand abkratzen, jo. Zack. Das müssen wir gleich genau schießen. Ich glaube, das geht beim ersten Mal schon. Oder? Ich weiß nicht. Weil die Kollegen arbeiten mit Dynamit. Okay. Wir lassen die gleich ziehen. Und hoffen, dass die anfangen, Dynamit zu schmeißen. Wir sind wie echt gefährlich in dem Spiel. Springfalle. Zack. Also echt darauf reagieren. Das ist eine Hand für den abzuschießen. So, Bärenfalle. Messer auslösen. Gleich kann erstmal sogar noch schneller reagieren müssen. Das ist sogar echt schwierig, was gleich kommt. Zack. Ey. Immer noch ein Vogelnest. Das ist der nächste Schatz. Nämlich ein Katzenauge. Das Katzenauge können wir in den Bierstein einsetzen. Es braucht drei von diesen Katzenaugen. Das ist der Schatz komplett, gibt mehr. Bei Bierstein sucht, glaube ich, nur 5000. Wenn man einen Katzenauge einsetzt, gibt der, glaube ich, 25.000. Oh mein Gott. Ich hab nicht mehr. Ich hasse dich. Ich hab. Na! Jetzt können wir es mal sehen. So. Hier weiß ich leistet mittlerweile. Das ist eine Bärenfalle! Ich vergesse nicht immer, welche nie langlaufen. Lauf, einfach lauf. Einspringen. Achtung, es explodiert! Jawohl. So, jetzt gucken, ob hier Items waren. Alter! Die hab ich doch getötet! Bist du deppert! Was sie? Ich hab grad nicht wieder. Der letzte wäre echt nicht mehr gerechnet. Kannst du die Drops holen, weil die verschwinden halt mit der Zeit natürlich nicht. Bevor ich vergesse, hier ist eine. Die Kiste hab ich kaputt gemacht, okay.
Ach, Dynamit, Leute, spielt niemals mit Dynamit in eurem Leben, ja? Dann kommt sowas bei rum. Die Leute haben dann geholt und das war's dann ja auch schon. Dann wollen wir mal rausfinden, wer da gegen irgendwas klopft. Das geht mir tierisch auf den Sack. Das ist, glaube ich, nichts mehr. Den Schatz haben wir, das Wichtigste. Bam, Junge. Money! Man kann nie genug Money haben. Schreibmaschine. Ich lese uns aber erstmal nicht so sehr. Bam. Bam. Seht ihr jetzt schon, wie wir ganz schön an Heilung was bekommen? Also, wir überlegen, wir haben das Hilfespray, ist halt voll. Das heilt voll. Das da unten halt nochmal voll. Das heilt die Hälfte. Und die halt auch nochmal für die Hälfte. Ah ja, dann finden wir es mal raus. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay, I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Oh, großartig. Aber es hat er gesagt, das hohe Tier. Ich verstehe im Englischen the big cheese, der große Käse. Also verstehe ich da echt. So, nehmen wir mal die 20. Einfach, weil wir cool sind. Feeble humans, let us give you our power. Unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Oh. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right?
I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Und wieder rein. Aber ich Schritte höre. Die mir vorher tatsächlich nie aufgefallen sind. So. Over here, stranger. Das klingt doch verlockend. So, das ist Sturmgewehrmunition. Die gute alte Sniper. Ich bin gerade von hier getriggert? Wow, das habe ich nie geschafft. Wissen wir, was es geht. Got something that might interest you. Oh. Got a selection of good things on sale. Ich habe gute Ware zu verkaufen, Fremder. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremder. Aber im Dorf hängen blaue Medaillen. Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. What genau, das ist die Schaltkette. So, meine Brandflügel weg. Brandst du mich nicht so gut. Das ist so geil. Dann die Spinels können wir auch bekommen. Was die Matze ist. Der Perlenhänger fliegt weg. Den halten wir noch. What are you buying? Erstmal größere Acken können wir kaufen. Das ist immer das Erste, was man machen möchte. Schatzkarte zeigt ja die ganzen Chats an, wo die auf... Zeigt sie auf der Karte, wo die halt alle versteckt sind. Das Dorf. Aber ich weiß ja, wo die alle sind. Ich habe einfach mal keins zu übersehen. So, Sturmgewehr ist die Frage. Spiel ich mit dem Sturmgewehr? Mit einer Sniper? Weil entweder durch mit die oder ich mir später die bessere, weil mit die ist nicht ganz so worth it zu holen. Ich will auch ganz schön viel Platz jetzt im Inventar fressen, muss ich mir ehrlich sagen. Also wahrscheinlich nein. Ne, also TMP haben wir uns hier schon besser. TMP steht auch nur für Technical Machine Pistol, oder? Thank you. Das ist richtig. Zielfernrohr, was braucht? Silverspray kann man nicht kaufen, weil wir eins haben. Raketenwerfer, ja, ist halt da so für um Bosse zu one-hitten. Das ist hart lame, muss man mal sagen. Braucht man nicht wirklich. So, was kommt? Dann kombinieren wir mal. Wir müssen viermal jetzt gerade vorhelfen. So. Ich hab's ja immer so gemacht, habt ihr gesehen. Ich hab immer auf den Kopf von den Dorfbewohnern gezielt. Dann haben die so komisch, der sich bewegt, da können wir nicht treten. Das gleiche können wir TP machen, nur dass es viel Munition sparender ist, weil das Ding hat mehr. Okay, wir kämpfen die mal hier. Eigentlich kämpfe ich die mal da unten. Da unten. Aber was aber anders. Muss aufpassen wegen Leuten mit Dynamit. Da kommen einige mit Dynamit hoch, das weiß ich. Naja, muss schon nochmal umsehen, wie kommen. Lass ihn mal kommen. Das ist actually mal eine andere Taktik. Okay. Das ist jetzt nicht so krass gefährlich. Nice. Was natürlich aufgeht. Oh, zweimal kostenlos erledigt. Ja, man könnte von hier welche mit Sturmgewehr abknallen, aber